Schwimmen ist einfach das Fitnessstudio für den gesamten Körper in der Schwerelosigkeit. Ich fühle mich im Wasser immer noch wohl und es ist immer noch so, dass wenn ich aus dem Becken nach 2 Stunden Training aussteige, fühle ich mich oft frischer als davor. Und ich finde das immer noch genial, dass es das gibt und dass ich das auch so frei machen kann. Mein Name ist Sabine Weber-Treiber, ich bin paralympische Schwimmerin aus Leidenschaft und habe einen sehr abwechslungsreichen Weg in dieser Sportart absolviert. Ich habe 2009 im Zuge der Reha angefangen zu schwimmen. Bin 2010 meinen ersten internationalen Wettkampf geschwommen und war bereits 2012 bei Paralympics in London, die ein unsagbares Erlebnis waren und die mich dann motiviert haben, noch weitere große Ereignisse zu bestreiten. Mit dem Hintergrund, dass ich aber in London schwanger war und meine Tochter mich seitdem neben meinem Sohn auf alle Wettkämpfe begleitet hat. Mein schönstes Erlebnis in dem Zusammenhang war sicher die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften in Mexico City. Und wir werden sehen, was die Zukunft noch bringt.